Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal wieder mit einem Test, und zwar mit dem Royal Alloy GP300S. Den habe ich euch ja vor kurzem schon mal vorgestellt bei der Messe in Köln. Jetzt heute mal ein Praxistest. Ich zeige euch noch mal ein paar Details vielleicht von dem Scooter. Die Royal Alloy GP300S orientiert sich natürlich sehr stark an der Lambretta, die damals ja der Hauptkonkurrent von Vespa war. Und das wurde auch sehr gut übernommen. Also das ist fast, kann man sagen, 1:1 der klassische Lambretta-Stil mit natürlich moderner Technik, voller LED-Beleuchtung, vorne, hinten, Blinker, alles LED. Moderner Motor drin, da ist jetzt sogar auch der Piaggio Quasar-Motor drin, also derselbe wie bei der Vespa. Leistungsdaten sind etwas unterschiedlich. Die Royal Alloy hat 25,1 PS, also über 1 PS mehr als die Vespa. Bei gleichem Hubraum, 278 Kubik. Dafür hat die Vespa, glaube ich, einen Newtonmeter mehr Drehmoment. Also ich glaube, die Vespa und die Royal Alloy werden sich jetzt in der Leistung nicht viel nehmen. Die Royal Alloy ist allerdings ein bisschen leichter. Die hat 152 Kilo Gesamtgewicht, während die Vespa 160 Kilo hat. Also ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen weniger Gewicht. Könnte fürs sportliche Fahren dann vielleicht ein klein wenig ausmachen. Aber ich glaube, sie ähneln sich sehr, auch von den Maßen, Radstand, Gesamtlänge. Ist das alles ähnlich? Die Royal Alloy ist ein bisschen schmaler, die Vespa ist ein bisschen breiter. Auch Sitzhöhe ist alles vergleichbar. Man sitzt halt hier ein bisschen anders, aber das schauen wir uns halt dann nachher beim Fahrtest nochmal genau an. Ich gehe jetzt mal ums Fahrzeug rum mit euch und zeige euch mal ein paar Details vom GP300S. So, fangen wir mal vielleicht vorne an der Front an. Optik im Gesamten finde ich wirklich schon sehr schön. Also das sieht extrem klassisch aus, also da könnte auch eine Lambretta stehen, das nimmt sich nichts. Auch von der Front hier vorne mit dem klassischen eckigen Scheinwerfer finde ich sehr schön. Dann anders als bei der Vespa haben wir hier vorne ein festes Schutzblech. Das bewegt sich also nicht mit, wenn ich lenke, sondern wenn ich jetzt den Lenker bediene, dann bewegt sich nur innen drin das Rad. Mit der Aufhängung vorne, da auch schon einer der großen Unterschiede zwischen Royal Alloy und Vespa. Bei der Royal Alloy haben wir hier vorne ein doppeltes Federbein mit Scheibenbremse, während bei der Vespa wir ja eine Einarmschwinge haben. Das wird sicherlich, das werden wir nachher beim Fahrtest sehen, für gute Fahrstabilität sorgen. Ja, und hier vorne von der Optik her wirklich alles sehr klassisch gehalten. Hier die breite Krawatte vorne, ganz toll. Der Fender ist Kunststoff. Ich bin mir bei der Krawatte nicht ganz sicher. Das könnte auch wirklich Metall sein. Karosserie natürlich Metall. Ah, das ist auch Metall hier. Das heißt auch der Lenkerdeckel oben Metall, Metall. Das ist ja bei Vespa alles aus Kunststoff. Hier alles aus Metall. Finde ich gut. Alles sehr solide. Dann haben wir hier vorne LED-Blinker. Kann ich vielleicht mal anmachen. Dann seht ihr die mal. Also auch gut sichtbare LED-Blinker vorne. So, hier vorne dann die Vorderradaufhängung. Und ein Vorteil natürlich, das haben wir bei Vespa auch nicht, die Federbeine hier vorne sind beide verstellbar in der Vorspannung. Also das kann man dann selber noch ein bisschen regulieren, das Ganze. Finde ich auch toll. Und durch diese ganze Aufhängung hier vorne wird so ein bisschen dieses Einnicken vorne verhindert. Das werden wir nachher beim Fahrtest auch sicherlich dann spüren. Und dann natürlich Scheibenbremse mit ABS vorne. Da unten, wenn wir schon hier unten sind, das ist der Kühler. Der sitzt jetzt nicht wie bei Vespa hier oben drin im Beinschild, sondern unten drunter. Cockpit mit den wichtigsten Informationen, also mit Geschwindigkeit. Hier oben ist der Drehzahlmesser. Hier links dann die Tankanzeige, rechts die Wassertemperatur, Kilometeranzeige unten und noch ein paar Kontrollleuchten. Auch eine Blinkerkontrollleuchte, je nachdem, in welche Richtung man blinkt. Gut gemacht, kann man gut ablesen. Armaturen sind gut zu bedienen. Das funktioniert alles einwandfrei. Hier der Starterknopf und wir haben noch eine Warnblinkanlage sogar. So, hier im Mitteltunnel haben wir dann hier oben einen sehr schönen großen Gepäckhaken für eine Tasche, die man dann da anhängen kann. Dann ein klassisches Zündschloss, aber auch schön gemacht hier mit Chromrahmen drum. Und darunter ein Handschuhfach. Auch das aus Metall. Oh, und da ist ja wirklich mal ein bisschen Platz dran. Also hier kriegt man wirklich ganz locker Handschuhe, Sonnenbrille, Trinkflasche. Hier hinten ist noch Bordwerkzeug drin.
Also das ist definitiv um einiges größer als bei der Vespa, aber dafür gibt es halt einen anderen Nachteil, da komme ich gleich zu. Der Mitteltunnel hier unten ist auch noch um einiges flacher als bei der Vespa. Da, bei der Vespa sitzt halt auch die Batterie drunter, der geht ein bisschen höher. Hier ist wirklich ganz flach, also man hat einen perfekten Durchstieg. Da ist also fast nichts mehr, was einen da irgendwie behindern könnte mit den Füßen. Dann gehe ich mal hier unten runter. Wir haben natürlich einen Seitenständer und einen Hauptständer. Das hier sind die Fußrasten. Einmal reindrücken, dann flippen die automatisch raus. Und ansonsten sind die Sozius-Fußrasten schön verdeckt hinten. Die Form hinten ist natürlich klar, ist anders als bei der Vespa. Die ist halt hier eher lang gestreckt. Hier wieder dieser schöne Royal Alloy Schriftzug, hinten wieder LED-Blinker, LED-Rücklicht. Hier unten haben wir den Motor. Wer den sieht, der wird natürlich gleich feststellen, aha, sieht aus wie bei Vespa, ja, ist ein Quasar-Motor. Auch hier mit dem Deckel von Royal Alloy sehr schön gemacht. Schwarzer Variomatic-Deckel, auch gleich ein schwarzer Deckel von der Ölwanne. Also sehr schick und der klassische Quasar-Motor, kriegt man also auch gut Ersatzteile, was so die Wartung angeht. Sitzbank sieht sehr bequem aus, gut gepolstert. Hinten haben wir jetzt hier einen schönen klassischen flachen Gepäckträger. Der ist auch relativ groß, da kann man schön eine Tasche festschnallen. Dann hier unten ein langgestreckter Auspuff mit einer Chromblende. Felgen finde ich übrigens auch ganz schön. Hinten sieht man sie nicht so doll, aber vorne. So Vielspeichenfelgen finde ich sehr schick gemacht mit einem polierten Rand. Also optisch ganz toll. Ein großer Vorteil jetzt vom Royal Alloy ist, dass man zur Wartung die Seitenteile hier komplett abnehmen kann. Das heißt, diese Seitenbacken hier, da muss man glaube ich drei Schrauben lösen, unten und vorne. Und dann kann man die rechts und links komplett abnehmen. Und das ist natürlich für die Wartung extrem gut, weil man kommt dann überall gut ran, auch was so Motorarbeiten angeht. Einfach den Deckel an der Seite ab und alles ist frei zugänglich in der Mitte. Und das finde ich, haben sie schon wirklich gut gemacht. Übernommen von der Lambretta damals. Abnehmbare Seitendeckel und auch die natürlich aus Metall. Hier ist also wirklich bis auf den Fender vorne nichts aus Kunststoff. Das ist alles Metall. Macht also wirklich einen extrem soliden Eindruck. Und ich finde den optisch wirklich schön, sehr gelungen. Gut, die Farbe, da kann man jetzt drüber streiten. Das ist halt ein Vorführer. Der ist jetzt in Orange. Ich würde mir wahrscheinlich eine andere Farbe wählen. Aber es geht ja um die Form und die ist wirklich sehr, sehr schick. Ja, also was Gepäck angeht, kann man hier wunderbar eine große Tasche, also wirklich eine große Tasche, weil dieser Raum in der Mitte, der ist riesig hier. Da kann man einen riesen Rucksack rein, den vorne an den Haken ran. Füße daneben, wunderbar. Und für die kleinen Sachen wie Handschuhe, Sonnenbrille, Handy, das kann alles vorne ins Handschuhfach rein. Ich wollte noch mal gucken, ob hier eigentlich eine Ladebox da drin ist. Hatte ich jetzt vorhin nicht geschaut. Ah ja, hier. Da haben wir eine USB-Buchse. Schönes großes Handschuhfach. Dafür hat man bei der Royal Alloy, wie auch damals bei der Lambretta, unter der Sitzbank kein Helmfach. Hier ist da jetzt direkt der Tank drunter. Vorteil aber, der Tank ist relativ groß, der hat 10,5 Liter. Bei der Vespa sind es 8,5, also 2 Liter mehr. Heißt also auch wieder mehr Reichweite. Bei mit Sicherheit gleichem Verbrauch, der wird ähnlich sein. Ist ja auch ein Quasar-Motor drin. Also das hier, wie gesagt, fällt weg. Das Fach unter der Sitzbank ist nicht vorhanden, dafür der Tank größer. Man hat aber hinten einen Gepäckträger schon am Fahrzeug dran und man hat, wie gesagt, ein schönes großes Handschuhfach für das Kleinzeug. Wenn man was transportieren will, und das mache ich bei der Vespa meistens auch so, dann nehme ich einen Rucksack, hänge den an den Gepäckhaken und packe den mir zwischen die Beine, denn da ist ja hier richtig viel Platz. Ja, und von der Optik, wie gesagt, muss ich sagen, gefällt der mir richtig gut. Also das ist wirklich klassische Optik, wie in 70ern, ein richtig schöner, klassischer Royal Alloy im Stil des Lambretta. Ist solide, stylisch und man hat halt mal was anderes als eine Vespa, weil Vespa sieht man ja jetzt doch schon sehr häufig. Auch von hinten sieht er toll aus, finde ich. Also diese langgestreckte Form,
hat auch was. Also nicht umsonst gibt es auch viele Fans von der Lambretta-Form. Ich finde den sehr schick. Und jetzt muss ich das Ding auf jeden Fall mal fahren und mal gucken, wie das Ganze sich beim Fahren so anfühlt. Weil Motor ist gleich und wenn das Fahrwerk jetzt noch mitspielt, dann steht hier vielleicht wirklich ein Konkurrent zur Vespa. Ihr werdet natürlich fragen, wie sieht es jetzt mit dem Preis aus? Da komme ich dann am Ende nochmal drauf, gerade im Vergleich zur Vespa. So, dann wollen wir mal die ersten Strecken testen mit der Royal Alloy GP300. Vielleicht erstmal zur Sitzposition. Die Sitzbank ist sehr bequem. Die sitzt sich sehr gut, auch bei meiner Größe. Kann schön nach hinten rutschen, hab da eine gute Position. Der Lenker, ich vergleiche es jetzt vielleicht immer mal so ein bisschen mit der Vespa, der ist ein bisschen tiefer. Man hat eine etwas, ja, ein bisschen sportlichere Sitzposition. Ich glaube, ist jetzt vielleicht subjektiv, dass er ein bisschen schmaler ist. Aber sitzt sich sehr gut. Position auf dem Trittbrett ist sehr schön. Da habe ich viel Platz. Kann dann noch ein bisschen nach hinten gehen. Das ist auch ein bisschen weiter nach hinten als bei der Vespa auf jeden Fall. Das Cockpit ist gut ablesbar. Oben Drehzahlmesser, digitale Geschwindigkeitsanzeige, links dann die Tankanzeige und auf der rechten Seite die Kühlwassertemperatur. Spiegel könnten jetzt bei meiner Größe ein bisschen weiter nach außen gehen. Ich habe viel von meinen Armen drauf, muss also die Arme immer schon ein bisschen nach innen ziehen, um was zu sehen. Die könnten vielleicht ein bisschen höher und ein bisschen weiter sein. Ansonsten die Armaturen gut zu bedienen. Blinkerschalter kommt man gut ran hier unten. Der Fahrkomfort ist sehr gut, hat einen schönen geraden Auslauf. Lässt sich auch schön leicht manövrieren. Klar, 12 Zoll Räder. Da geht man davon aus, dass das sehr wendig ist. Ist er auch. Bremsen teste ich nachher mal, die ist jetzt gerade ein bisschen voll. Ja, aber erster Eindruck durchaus positiv. Motorlauf ist sehr ruhig, sehr angenehm, ist halt, ja gut, ist ein Quasar-Motor, Piaggio-like, zieht auch sehr gut. So, ich teste mal kurz die Beschleunigung von 0 auf 50. Okay, das ist wirklich fix, zieht gut los, ist jetzt wirklich, ja, durchaus vergleichbar mit einer GTS von Vespa. Auch anfangs einen ganz kleinen Tiki, klar wie bei jeder Variomatik. Und jetzt fängt er an, jetzt zieht er richtig los. Also hat einen super Durchzug. Klar, über 25 PS, da passiert schon ein bisschen was. Ich teste jetzt mal die Bremsen aus 50. Ja, auch super. So, nochmal. Jetzt mal nur hinten. Ja, da setzt jetzt das ABS ein bisschen ein. Das Ganze mal nur vorne. Das ist super, der taucht auch vorne nicht so viel ein. Also bei der Vespa, da gibt es schon so ein bisschen so diese Nickbewegung, wenn man jetzt vorne so in die Bremse geht. Das hat man jetzt hier nicht so. Und man kommt wirklich super zum Stehen, also Bremsen top. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen, wie die Wendigkeit ist beim Manövrieren. Also ich merke schon so ein bisschen, der Lenker ist ja ein bisschen tiefer als bei der Vespa. Und jetzt muss ich mal gucken, wenn ich jetzt hier so eine kleine Kurve fahre, dann, ja, ich muss dann schon auf jeden Fall die Beine nach außen nehmen. Ich habe nun auch lange Gräten, also
Für kleinere Fahrer ist es dann bestimmt nicht so großes Problem. Ich habe halt sehr lange Beine und wenn ich jetzt hier, na, es geht. Es geht. Ich komme ein bisschen hier ran. Da, man sieht's. Aber das ist jetzt auch ein bisschen meiner Größe geschuldet. Ich bin 1,88 und da kann das dann schon mal vorkommen. Aber da stellt man halt das Bein ein bisschen raus und wenn man halt enge Kurven fährt, ist das auch kein Problem. Ansonsten Handling auf jeden Fall wirklich sehr gut. Kommt man also wirklich durch die kleinsten Kurven durch. 12 Zoll Räder. Also hier kann man wirklich ganz kleine Kreise machen. Zack. Das geht super. Also ein tolles Stadtgefährt, extrem wendig. Macht Spaß. So, das war jetzt die erste Testfahrt. Autobahn habe ich heute jetzt noch nicht gemacht, aber ich schätze mal, da wird er genauso liegen wie eine Vespa, so bei 125 km/h, schätze ich mal. Da ist er auch angegeben. Ansonsten vom Fahren her absolut top. Extrem wendig, sehr stabil beim Geradeauslauf. Kurvenwendigkeit auch sehr schön. Gut zu handeln, tolle Bremsen. Seitig weicher Motor, Quasar-Motor von Piaggio. Also an sich nicht zu meckern. So, ich zeige euch vielleicht nochmal die Sitzposition. Also man sitzt genau wie bei einer Vespa ähnlich aufrecht. Wie gesagt, hier bei meiner Größe, da fängt es dann an knapp zu werden. Im Kniebereich, da ist die Vespa definitiv höher. Der Lenker ist ein bisschen schmaler, also man sitzt ein bisschen sportlicher drauf. Also wenn man jetzt enge Kurven fährt und ganz einschlagen muss, dann muss man halt das Bein mal ein bisschen zur Seite machen. Bei meiner Größe. Wenn man kürzere Beine hat, ein bisschen kleiner ist, ich bin wie gesagt 1,88 groß, dann sieht das wahrscheinlich schon ganz anders aus. Aber ansonsten sehr bequem. Ich kann sogar noch ein bisschen nach hinten rutschen. Hab ein schönes Sitzpolster hier. Also das ist wirklich extrem bequem. Jetzt gucke ich noch mal, wie der Sozius hinten sitzt. Ja, das Sozius Sitzpolster hinten ist auch schön weich. Super bequem. Beinposition ist gut. Fußrasten in einer guten Position. Also da kann man auch mal in der Stadt zu zweit ohne Probleme fahren. Was euch natürlich sehr interessiert, ist der Preis. Da kommen wir jetzt zu. Und zwar kostet diese Variante hier, es gibt ja verschiedene Varianten, das ist die GP300S, kostet 5.490, ich sag mal 5.500 Euro. Und das ist, wenn man es jetzt mal mit den Mitbewerbern vergleicht, und zwar mit Vespa, die momentan zwischen 7.300 und 7.500 kostet, je nach Variante. Also Supertech kostet 7.500 Euro. Hat dann zwar Keyless Go-System, ob man es braucht, ist wieder eine andere Sache. Ansonsten, hier haben wir auch alles. Selber Motor, LED-Beleuchtung überall, komplett Metall, also alles. Bis auf den Fender vorne, finde ich auch sehr gut. Bisschen größerer Tank. Optisch habe ich hier auch ein extrem klassisches Fahrzeug, also gefällt mir sehr gut. Gibt auch ganz tolle Farben mehr dafür. Ja, und wenn ihr euch für so einen Royal Alloy interessiert, es gibt jetzt schon relativ viele Händler in Deutschland, die das Fahrzeug anbieten. Einfach mal auf der Webseite gucken von Royal Alloy. Dort sind alle Händler aufgeführt. Termin vereinbaren, mal eine Probefahrt machen und mal ein eigenes Bild von machen. Endfazit ist, toller Scooter, gut verarbeitet, sehr solide alles. Alles aus Metall bis auf den Fender. LED-Technik, also alles moderne Technik. Auch alle Informationen im Cockpit, die ich benötige. Schalter sind gut zu bedienen. Ja gut, ein kleiner Nachteil, hat halt kein Helmfach unter der Sitzbank, dafür aber ein großes Handschuhfach. Braucht man es? Ich weiß es nicht. Ich transportiere sowieso immer alles hier in der Mitte. Technik, was den Motor angeht, super. Ist ein Quasar-Motor von Piaggio drin, also auch ausgereifte Technik. Kriegt man überall Ersatzteile für. Preis eine Kampfansage. Also ich gebe mal einen Daumen nach oben für Royal Alloy. Tolles Fahrzeug, gefällt mir gut. By the way, dieses Video ist nicht gesponsert. Also es ist kein Werbevideo von Royal Alloy bezahlt oder so, sondern es ist wirklich meine Meinung. Und wie gesagt, ein paar Sachen finde ich auch jetzt nicht so super optimal. Gerade für mich, was das Lenkverhalten geht hier mit den Knien. Das ist bei meiner Größe ein bisschen schwierig zumindest. Ja, und das Fach unter der Sitzbank. Braucht man es nicht. Das ist wieder ein bisschen Geschmackssache. Aber ansonsten tolles Fahrzeug. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren ist kostenlos. Also einfach mal unten auf Abo klicken und auf die Glocke. Und wir sehen uns wie immer nächste Woche beim nächsten Video. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig, macht's gut. Bis dann. Ciao.